Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Scylla Instinct 2 Box von Scylla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Scylla Instinct 2, das Ganze am 20. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Klassische Boxgröße. Bevor wir das Ganze starten, machen wir einmal die Folie ab. Einmal. Und dann können wir die auch schon abziehen. Jawohl. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Und auf dieser haben wir hier einmal riesengroß den Interpreten abgebildet. Scylla in einem grauen Jogginganzug. Hier hat er noch eine schwarze Tasche umgehängt von der Marke Champion. Hier oben lesen wir Major Moves, das ist das Label. Dann darunter Scylla plus Logo. Und dann lesen wir hier Scylla Instinct 2. Einen Verbraucherhinweis auf Englisch gibt es ja auch noch. Unten in schwarz gehalten auf der rechten Seite lesen wir wieder Scylla Instinct 2. So sieht das von oben aus. Und von links, hier lesen wir den Albumtitel plus Major Moves. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt. Hier lesen wir einmal Deluxe Box, Album mit Wendecover, Windbreaker, Sticker, handsigniertes A1 Fanposter. So, hier unten haben wir noch einen Barcode. Dieser ist aufgeklebt. Bedeutet, wir können den dann abmachen. Was es zu diesem Sticker zu sagen gibt, der fällt unterschiedlich aus, je nachdem, für was für eine Größe ihr euch entschieden habt. Denn dieses Ding hier, den Windbreaker, den konnte man in verschiedenen Größen wählen. Ich glaube, von M bis XL gab es den, oder XXL sogar. Und ich habe mich in dem Fall für L entschieden. Normalerweise nehme ich ja immer M, aber nachdem ein Windbreaker ja dann etwas lockerer sitzen soll und ja eine Jacke für drüber ist, deswegen nehme ich den in L. So, dann schauen wir mal. Hier kommt dann auch nochmal der Albumtitel zum Vorschein, Scylla Instinct 2. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich fast besser als das hier. Also hier von dem, vom Layout, vom Schriftstil. So, als erstes kommt uns hier der angesprochene Windbreaker entgegen. Dann haben wir das Album, Sticker, zwei Stück und ein Poster. So sieht das Ganze aus, von innen weiß. Packen wir die Box mal zur Seite. Und es ist hier wirklich nur noch der Windbreaker in Folie. Ansonsten ist hier echt alles ohne Folie. Sehr schön. So, und der Windbreaker kommt hier in so einem Druckverschlussbeutel. Machen wir den gleich mal auf. So, packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Scylla Instinct 2. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben hier das Cover ident wie auch schon auf der Box. Allerdings eine kleine Abweichung. Hier oben, wenn wir uns nochmal kurz die Box hernehmen. Hier hat sich das Ganze dann etwas geändert, denn hier ist dieses Zeichen, dieses Dreieck, dieses Scylla-Logo etwas kleiner und dafür haben wir dann nochmal diesen Schriftzug hier, diesen Scylla-Schriftzug darüber. Ansonsten ist das Ganze hier echt ident. So. Auf der Seite in diesem Balken lesen wir Scylla Instinct 2. Hier ebenfalls plus Major Moves. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 16 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features drauf, in diesem Fall 4 Stück, und zwar Rap-Features von Massacre, Shadow 030 und Orgy. Und dann haben wir noch ein Gesangsfeature von Mersat Marashi. Credits, Barcode gibt es hier keinen, wieso das? Das Album ist wirklich nur in der Box-Variante erhältlich. Sprich, so rein die CD, so gibt es nicht zu kaufen, deswegen haben wir auch hier keinen Barcode. Ja, hier rechts haben wir dann nochmal den Interpreten abgebildet. Mit einer Brille und einer weißen Jacke. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, das relativ dünn sein dürfte. So, hier haben wir die einzelnen Tracks nochmal inklusive der Info, wer produziert hat. Dann haben wir hier den Interpreten schwarz-weiß abgebildet.
Das ist, glaube ich, die Jacke oder das Outfit von Tempelhof Samurai von der Videoauskopplung. So sieht dann Silla im Tanktop aus. Also er ist nach wie vor ziemlich gut trainiert, der gute Mann. Ja, hier sieht man ihn auch oben ohne. Genau, Juri Boyka, ich glaube daher das Foto von diesem Videodreh. Ein weiteres Foto. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Alles klar. Gut. Das hier ist das angesprochene Wendecover, das uns ja schon auf der Box angekündigt wurde. Also wenn ihr mit diesem hier nicht ganz zufrieden seid, dann könnt ihr auch dieses hier verwenden. Ist vom Design her etwas näher an dem ersten Teil dran. Das hier ist dann doch etwas anderes, aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das hier besser. Gut, dann packen wir das Booklet mal wieder rein. Dann kommen wir zur CD. Silla Instinct 2. Wie der Name vermuten lässt, es ist der zweite Teil. Der erste Teil, Silla Instinct, erschien im Jahr 2011. Und das ist mittlerweile ja schon 8 Jahre her. Also echt lange, lange Zeit. Hier haben wir dann den Interpreten mit freiem Oberkörper zu sehen, blutbeschmierter Brust und etwas angeschlagenem Gesicht. Also auch das hier meines Wissens von Juri Boyka, von dem Video. Auf der Rückseite dann nochmal das, was wir vom Wendecover kennen. Dann haben wir Sticker mit dabei, 2 Stück, quadratisch in Schwarz und Weiß. Also einmal hier dieser Silla Instinct 2 Schriftzug, der mir besser gefällt, und dann einmal hier der reguläre. Also beide Hochglanz und quadratisch. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar ist dieses im Hochformat. So sieht das aus. Wir lesen hier unten einmal Silla Instinct 2. Dann haben wir hier wieder das Cover. Und die Besonderheit an diesem Poster ist, wir haben hier eine Unterschrift. Also Silla hat dieses Poster handsigniert mit einem schwarzen Stift. Sieht echt gut aus. So, und das Ganze ist, wie ihr sehen könnt, einseitig bedruckt. Also die Rückseite ist weiß. Dann packen wir das Poster wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir diesen hier. Das ist der Windbreaker. So, jetzt muss ich mal hier etwas Platz machen. Okay. Also, der Windbreaker ist hauptsächlich in Schwarz gehalten. Wir haben hier weiße Elemente. Unter anderem sind hier die Zipverschlüsse, die Reißverschlüsse in Weiß. Sowohl die Taschen als auch der normale. Dann haben wir hier auf der linken Brust das hier, Silla und Silla Instinct 2 lesen wir hier. Der Bund ist hier unten nochmal vernäht und so zusammengerafft, damit das Ganze dann auch hier eng anliegt und gut sitzt. Dann haben wir hier oben eine Kapuze, klar, Windbreaker haben eine Kapuze. Diese sind von innen hier, also die Kapuze ist hier von innen in diesem weißen Netz. Und dann haben wir hier noch 2 Metallringe links und rechts und hier haben wir dann die 2 Schnüre, um entsprechend die Kapuze enger zu ziehen und das Ganze anzupassen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Wie zu erwarten, lesen wir auch hier hinten wieder groß den Albumtitel. Ansonsten ist hier hinten alles in Schwarz gehalten. Und dann schauen wir uns nochmal das Innenleben an. So, also auch hier alles in diesem weißen Netz. So sieht das aus. Jetzt schaue ich noch kurz, ob wir hier irgendwo einen Zettel haben. Ah ja, genau, hier. So. Wir haben es hierbei zu tun. Also hier. Was lesen wir hier? Manufactured for TB Internet International GmbH Germany. Das Ganze ist 100% Nylon beim Oberstoff, beim Futter 100% Polyester. Und
Hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. Wir packen das Ganze mal wieder zusammen. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen irritiert, ist dieser Reißverschluss hier. Also wir haben hier nochmal einen Reißverschluss. Hier unten eben, ja, ich sage jetzt mal Gürtel bzw. Hüftbereich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wofür dieser Reißverschluss hier gedacht ist. Der hat spannenderweise sogar zwei Seiten. Also einerseits kann man hier von rechts so klein zumachen. Der endet dann hier. Und dann haben wir hier noch einen eigenen. Also ob das jetzt irgendwie so ein kleines Geheimfach ist oder ob man... Ja, man kommt hier komplett hinter dieses Netz. Jetzt war ich kurz am Überlegen, ob man das vielleicht rausnehmen kann, aber nachdem der Reißverschluss ja wirklich nur hier auf der Unterseite ist, kann man dieses Netz nicht raustrennen. Keine Ahnung, also wenn ihr da irgendwie Ideen habt, wofür dieser Reißverschluss hier gedacht ist, lasst es mich gerne wissen. So, dann packen wir den Windbreaker mal wieder zusammen. Einmal den Reißverschluss hier zumachen. Jawohl. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal eben gezeigt der Windbreaker, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir die beiden Sticker, einmal quadratisch, zweimal quadratisch, jeweils mit dem Albumtitel in verschiedenem Layout. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat inklusive Silla Unterschrift. Und natürlich das Album an sich, Silla Instinct 2 im Super Jewel Case mit 16 Tracks. Es ist übrigens das 11. Soloalbum von Silla. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Silla Instinct 2 von Silla. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.